Dann lass uns mal gehen. Wo willst du mich denn jetzt hinführen? Oh, sie rennt zumindest diesmal nicht vor, sondern bleibt bei uns. Gemütliches Einfamilienhaus. Bist du geschafft? Scheint so. Sie ist echt am Keuchen, die Dame. Jo, gehen wir jetzt links zum Haus oder rechts zu dem Glitzernden? Tippt jetzt eure Entscheidung in den Chat. Ich warte dann. Ah, links sollen wir gehen. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, was ihr euch da ausgesucht habt. Also, die Terrasse möchte ich nicht unbedingt benutzen, weil da geht es doch ein bisschen runter. Und da unten sehen wir auch schon wieder unseren Jetpack-Treibstoff. Da liegt die Vermutung nahe, wenn wir da jetzt drauf hüpfen, dass wir dann gleich abstürzen. Die Testperson. Sehr zu unserem Leidwesen waren die ökologischen Auswirkungen unserer Ausbeutung des grünen Feuers katastrophal. Das Pflanzenleben starb schnell ab. Wir nahmen an, dass das Moos die Hauptnahrungsquelle für alles Leben auf diesem Planeten war. Zum Leidwesen für unsere Zivilisation bedeutete der Rückgang des Mooses nicht nur einen Rückgang der Energie, sondern auch weniger Sauerstoff. Menschen und Pflanzen begannen gleichermaßen zu sterben. Wie der Zufall es wollte, bemerkte einer der Ärzte etwas Seltsames in der Stadt. Eine unserer Assistentinnen, Elita, hatte einen Garten und ergedie prächtig. Wir haben versucht, ihr Geheimnis zu lüften, aber Elita verhielt sich ungewöhnlich zurückhaltend. Offenbar war ihr Kind in den frühen Stadien des Sauerstoffmangels gestorben. Elitas Weigerung, mit uns zusammenzuarbeiten und uns ihr Geheimnis mitzuteilen, zwang uns zu drastischen Maßnahmen. Soldaten drohten, den Garten zu verbrennen, aber wenn Elita sich bewegte, um ihre Pflanzen zu schützen, wurden sie stärker. Sie reagierten auf ihre Berührungen und sie erwachten zum Leben. Elita wurde als Werkzeug betrachtet, eingesperrt und musste schreckliche Experimente durchleiden. Wir veränderten sie erheblich auf genetischer Ebene, indem wir eine unglaubliche Menge einheimischer DNS aus konservierten Mooskulturen in ihren Körper injizierten. Während sie vor Schmerz und Protest aufheulte, nahmen wir ihr ihre Menschlichkeit auf molekularer Ebene. Als wir mit ihr fertig waren, war Elita eher eine Pflanze als ein Mensch. Ihre Augen nahmen eine leuchtend grüne Farbe an und ihre Lungen füllten sich mit CO2. Aber es war ein Erfolg. Ihre Fußspuren belebten den Boden, aus dem kleine Keime des Lebens wuchsen. Das Moos reagierte auf ihre Berührungen und es erhob sich aus dem Staub. Ich erwarte nicht, dass Elita uns vergibt, aber es ist die einzige Hoffnung, das Gleichgewicht des Lebens auf dieser Welt wiederherzustellen. Ohne Elita wird dieser Planet bis in alle Ewigkeiten ohne Leben bleiben. Oh, dann wissen wir ja jetzt, wie du heißt. Aber schrecklich, was die, ja, Menschen dir angetan haben bei solchen Experimenten. Es ist wirklich sehr schwer für mich, da noch
den Begriff Mensch wirklich prägen zu können. Hallo Elita. Ruh dich aus, ich gehe noch ein bisschen weiter gucken. Ich bin aber gleich wieder da. Brauchst dir keine Sorgen machen. Jo. Ich werde direkt da hinten hingehen und gar nicht erst den Jetpack-Brennstoff da holen. Denn ich vermute, so wie es aussieht, wenn wir da sind, werden wir hier umdrehen müssen, um den zu holen. Jawohl. Und Kehrtwende. Also war eure Entscheidung, gerade nach links zum Haus zu gehen, direkt die richtige. Oh, es wird hier hell. Hallo. Kam doch gerade Helligkeit hier angezogen, ne? Oder? Jo. Da, Nebelschwaden. Nebelschwaden ziehen auf. So, wir hatten gar nicht geguckt, ob eventuell in dem Haus noch was möglich ist, ne? Nee, war aber nicht. Jawohl. Sollen wir auch mal unten im Krater gucken gehen? Ja, ne? Ich denke, das bietet sich an, wo wir eh schon den halben Weg runter sind. Mir geht das trotzdem nicht aus dem Kopf, was die Wissenschaftler da mit Elite angestellt haben. Nur weil die, ja, sagen wir es mal, so einen grünen Daumen hatte und bei ihr der Garten halt gut wuchs und gedieh und sich mit der einheimischen Pflanzenwelt hier ziemlich gut auskannte, mussten die direkt rabiat werden und ja, die dann durch diese DNS-Umwandlung so quälen, dass sie ihre Menschlichkeit verlor. Also, da fehlen mir echt die Worte. Ich hoffe mal, wir können ihr helfen. Wobei, mit zurück auf die Erde nehmen können wir sie ja eigentlich nicht, ne? Wenn die CO2 atmet, dann... Na, gucken wir mal. Riesiger Meteorit. Eine erste Analyse des Meteors zeigt, dass er nicht typisch für terrestrische Meteore ist. Nach weiteren Untersuchungen scheint der Meteor Teil eines hochtechnisierten Fahrzeugs zu sein. Unsere aktuelle Theorie ist, dass dieser Krater der Landeplatz für die fortgeschrittene Rasse war, die Portale und die damit verbundenen Energiestrukturen aufgebaut hatte. Wir haben einen Forschungsaußenposten auf dem Kraterrand eingerichtet und wir planen, diese Gegend zumindest im nächsten Winter zu erforschen. Auf diese Einöde vom Planeten von Winter zu reden. Na, ich bin mal gespannt, wie sich der Winter hier äußert. Aber ich muss sagen, Respekt von den Wissenschaftlern jetzt wieder. Lassen wir mal die Geschichte mit Elite außen vor. Aber diese paar Steinchen, die hier sind, als Raumfahrzeug zu definieren. Naja, da muss man schon wirklich sehr viele Möglichkeiten haben, etwas zu analysieren. Also, da müssen wir hin. Da oben ist Elita. Und da werden wir jetzt aber vorher nochmal gucken, ob wir da in dieser Schlucht noch etwas Schönes finden. Ich hüpfe mal ein bisschen.
Na, das sieht nicht so aus, als ob wir uns da... Na, das werden wir gar nicht ausprobieren. So, ich gehe direkt hier vorne hoch. Soweit es natürlich geht. Gucken, ob sich unsere mittlerweile gute Begleiterin einigermaßen wieder gesammelt hat. Was meint ihr, ist dieses Haus auch gleichzeitig mit dem Haus und dem Garten vereinnehmbar, den Elita hatte? Möglich ist es, ne? Ne, die ist immer noch außer Puste. Ich will nicht weitergehen. Ich habe Schiss, dass irgendwann das Spiel vorbei ist. Im Moment gefällt mir das so gut. Es entwickelt sich wirklich, wirklich spannend weiter. Aber ihr habt jetzt mittlerweile schon lange Folgen durchgehalten. Und das, obwohl es wirklich kein klassisches Genre eigentlich beinhaltet. Actionspiel ist es nicht, Rätselspiel auch nicht, ein Ballerspiel sowieso nicht. Ja, wie würde man es klassifizieren wollen? Ich würde mal sagen, als Indie-Game. Jo, und wie haben die Jungs sich das jetzt gedacht, wie ich darüber komme? Ja, ich weiß, Jetpack habe ich, aber ich habe immer so das Problem, dass ich dem Jetpack am Anfang nicht allzu viel zutraue. Mal gucken, ob... Ne, ich komme hier nicht weiter. Das Stahlseil, was da von oben kommt, hindert mich. Aber ich stehe schön sicher drauf, obwohl ich da... Naja, okay, lassen wir es mal. Warte mal. Dann denke ich mal, wird der Weg ganz anders sein. Und zwar... Müssen wir jetzt versuchen, da eine Punktlandung hinzukriegen. Geschafft. Nein! Der Sammy in der Röhre. Okay. Ich denke nicht, dass das geplant war. Nee, das war es nicht. Weil ich komme hier wieder